Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin auch wieder da und heute mal tatsächlich aus unserem Garten. Ja, von hier aus habe ich, glaube fast noch nie was gefilmt, aber heute ist das erste Mal. Der Lenny ist auch mit draußen, den sehen wir gleich wahrscheinlich, wird er da durchs Bild irgendwo rennen. Ja, das hat einen Grund, dass ich heute aus dem Garten filme. Und zwar, wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass mein Mann vor Jahren ein großes, schönes Gartenhaus gebaut hat für unsere Familie. Und ja, das war eigentlich mal geplant, dass ich mal im Sommer da reingehen kann und ich wollte mir da so einen Junk Journal Bereich einrichten. Und dann ist ja vor über 2 Jahren meine Oma gestorben und ja, und dann haben wir der ihr Häusl ausräumen müssen und Melina, die wollte alles in ihrer Wohnung da behalten und hat sich dann da dagegen doch entschieden. Und haben wir alle Möbel, alles was von meiner Oma noch da war, einfach mitgenommen. Das hat alles in so einen kleinen Transporter reingepasst. Also hauptsächlich reden wir jetzt von ihrem Wohnzimmer. Und bei uns dann, da ging dann alles in das Gartenhäusle rein, aber kreuz und quer. Und da blieb es dann, weil, wie es halt so ist, nie hat man Zeit. Und da kam immer noch mehr dazu und noch mehr dazu. Das ist ja so eine Art Lagerraum dann gewesen. Und in dem Video zeige ich euch jetzt, wie es ausgesehen hat vor 2 Tagen. Weil da habe ich jetzt beschlossen, ich will da jetzt endlich mal aufräumen drin und die Möbel quasi von der Oma nutzen. Und zwar so, ja, ich glaube, sie war ja glücklich mit, wenn sie das sieht, was wir jetzt draus gemacht haben. Und vor allem, dass die Möbel nicht irgendwo gelandet sind oder verkauft worden sind oder sonst was. Und ich mag ja solche alten Möbel und die haben wirklich also sehr viel Potenzial, muss ich sagen. Und ja, dann ist halt auch, ich bin mit den Möbeln irgendwo aufgewachsen. Also immer, wenn ich bei meiner Oma auf Besuch war, das war ihr Wohnzimmer, seit ich denken kann. Also ich kenne keine anderen Möbel bei meiner Oma. Und jetzt habe ich die alle. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie es da vorher ausgesehen hat. So, jetzt habt ihr das gesehen. Da war ganz schön wilde Hilde. Ich sag's euch, also wo ich die Tür da wieder aufgemacht habe und da reingelaufen bin und oh, da hat es mich fast erschlagen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ob ich das wohl schaffe. Weil so viel Platz ist da nicht. Aber mein Mann und so hat natürlich geholfen. Also mein Mann und mein Sohn haben geholfen erstmal alles raus. Und das Wetter hat mitgespielt. Und dann habe ich wirklich am ersten Tag fast alle Kisten ausgepackt und mir die Sache angeguckt und entschieden, was ich behalten werde. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe fast alles behalten, außer Papier oder solche Sachen. Also so ein Pack Papier, sowas, das war einfach zu viel dann. Und ich habe es dann umsortiert und habe dann alles zusammen in die Kommode reinbekommen, hinter der Tür. Die Kommode hat nicht meiner Oma gehört, die hat meinem Schwiegervater gehört. Da hat er mal Werkzeug und so drinnen gehabt. Und das ist einfach nur, also ist echt shabby-schick, nennt man das. Oder schick ist nicht, aber egal. Es hat unheimlich viel, ist da reingegangen, das Ganze. Geschirr und die ganze Teller und die Gläser, Kristallgläser und alles, was meine Oma gehabt hat, ist da jetzt drin. Weil ich denke, dass irgendwann vielleicht doch ein Kind irgendwann mal sowas brauchen kann. Oder wenn meine eigenen
Gläser mal nicht mehr so schön sind, dann kann ich die einfach austauschen. Und dann bin ich froh, dass ich die Sache von meiner Oma noch habe. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es dann am ersten Tag abends ausgesehen hat. Ja, so war es dann am ersten Tag abends. Ich war fix und alle. Mir hat jeder Knochen einzeln wehgetan, das könnt ihr mir echt glauben. Und ich bin das auch nicht so gewohnt. So körperliche Arbeit, den ganzen Tag auf den Füßen und so, ich bin halt so ein Büromensch. Ich bin das einfach wirklich nicht gewohnt. Aber trotzdem, ich war trotzdem hinterher froh, dass wir es gemacht haben, dass wir es angegangen sind und dass ich jede Kiste ausgepackt habe. Ich habe es umgepackt in andere kleinere Schachteln rein und dann alles in diese Kommode rein. Und ja, und da drinnen werde ich jetzt wirklich ab und zu mal reingehen im Sommer und werde da drinnen meinem Hobby nachgehen. War mein großer Wunsch schon länger, weil in meinem normalen Bastelgemach, wie ich immer sage, das ist unterm Dach und im Sommer, wenn es so bald an die 40 Grad geht, ist da richtig heiß. Und dieses Gartenhäusle, das ist super isoliert, da kann man es drin aushalten. Das ist wirklich toll. Und ich hoffe, dass alles funktioniert. Auch mit dem Licht und so, das ist natürlich, das ist alles nur provisorisch, da ist noch nichts passiert. Ja, das müssen wir alles noch testen. Jetzt zeige ich euch aber mal, wie es so dann am zweiten Tag abends ausgesehen hat. Moment. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Ja, jetzt ist es für mich quasi eingerichtet in Schränke. Innerein dürfen wir noch nicht so gucken, weil das möchte ich mir nach und nach einrichten. So richtig, wie sage ich, so Junk Journal mäßig, aber eher so minimalistisch. Also ich werde nicht meine ganze Bastelsache von oben runterholen. Das mache ich nicht. Ich lasse oben natürlich in meinem Bastelzimmer meine Sache drin. Und ich habe aber so viel Zeug, also das reicht auch für das Bastelhäusle hier unten auch noch. Genau, also ich werde so ein bisschen zweigleisig fahren. Und jetzt das erste Video ist jetzt gleich mal, wenn ihr mein Junk Journal Event Video gesehen habt, dann habt ihr da mitbekommen, an irgendeiner Stelle, wo ich die Annette begrüßt habe. Die Annette hat mir ein Happy Mail überreicht am Parkplatz war das. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe mir das abends im Hotel angeguckt und da waren so schöne alte Vintage-Fotos drin. Und da habe ich schon beschlossen, ich mache ein Gratispapier für euch alle. Da haben wir dann alle was davon, also nicht nur ich. Also das haben wir so überlegt. Das kommt auf meine Kofi-Seite und da könnt ihr das euch kostenlos runterladen. Kostenlos meine ich kostenlos.
Ich werde da zwar die Möglichkeit lassen, dass man mir einen Kaffee ausgeben kann, weil viele Leute wollen mir immer mal wieder einen Kaffee ausgeben. Da freue ich mich auch immer drüber. Vielen Dank. Das unterstützt natürlich meinen Kanal, weil ich halt immer mal wieder doch irgendwelche Sachen neu kaufen muss. Und aber ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt da, wo man dann den Betrag eingibt, einfach 0,00 eintragen. Und dann könnt ihr die Datei, das sind dann zwei Dateien, kostenlos runterladen. Ich habe euch die Vorderseite von den Fotos gemacht und die Rückseite. Das passt dann zusammen. Und jetzt gehen wir ins die Bastelhütte rein und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen, ob ich da überhaupt ein Video drehen kann oder nicht. Oder ob ich da nur irgendwelche Sachen mir da überlegen muss. Das schauen wir mal. Also, bis gleich. Der Lenny nimmt heute sein Essen hier draußen ein. Den haben wir ganz vergessen. Wird mein Mann gerade das Futter rausgebracht, weil der soll ein bisschen noch draußen im Garten bleiben. Dem schmeckt es jetzt gerade. So, jetzt gehen wir mal. Wenn du gehst mit. Das ist das Gartenhäusle. Ich krieg es gar nicht richtig auf den Film drauf. So eine alte Treppe hoch und hier oben, da müssen wir noch arbeiten. Da kommen noch so alte Platte rein. Alles Vintage. Lenny kommt auch. Gehst mit? Ja, komm, gehst mit. So, da hängt noch so eine Leiter und da gehen wir jetzt mal rein. Die Tür klemmt. So. Ja, das habt ihr jetzt schon gesehen. Mach gleich mal das Licht an. Ja, das ist es jetzt. Und hier ist richtig schön kühl. Das ist richtig toll. Und das wird der Tisch sein, wo das Ganze stattfinden soll. Irgendwann. Mach's mal von der Seite. Ich habe lange überlegt, ja, wie ich das aufstelle. Weil ich wäre auch gern hier hingesessen und hätte dann da aus dem Fenster rausgeguckt. Aber ich habe hier noch diesen Sessel gehabt. Und den stelle ich mir auch bequem vor, wenn man mal irgendwie was sticken will oder so. Dann kann man sich da hinsetzen, kann man Füße hochmachen oder wenn man Besuch kommt, kann der Besuch da aufs Sofa sitzen. Das ist so eine alte Truhe, da habe ich jetzt Stoff schon drin. Und ja, da in dieser Kommode, da ist jetzt alles drin von meiner Oma. Wirklich das Ganze, alles was sie gehabt hat, hat da reingepasst. Und dieses Körbchen da, das ist tatsächlich auch von meiner Oma. Da ist ihre ganze Wolle noch drin. Die hat mir immer diese Decke da, was ist das, gestrickt, glaube ich. Ja. Und kaum macht man hier das Licht an, da sind auch diese Mücke da. Die hört er jetzt, diese, die schwirre jetzt hier. Da müssen wir irgendwie, da müssen wir durch. Ich hoffe, das stört nicht so arg. Und hier in dem Schrank, da ist jetzt totales Chaos noch, aber hier möchte ich mich einrichten. Hier oben, das ist alles tatsächlich noch von der Oma, Sache, wo ich mal ein Journal mitmachen möchte. Und hier unter, da ist noch Werkzeug, was ich benutzt habe, wo ich die Bilder alle aufgehängt habe. Mein Mann hat mich ausgestattet mit Akkubohrer und solche Sachen. Da war ich dann fleißig. Habe eben diese ganzen Bilder von meiner Oma, die habe ich selber aufgehängt. Und hier diese alte, wie sagt man, Teller und so hat sie gehabt, die sind echt schön. Und diese Bilder, die hatte ich halt alle in so einer Umzugskiste drin und das ist ja irgendwie schade. Das ist meiner Oma ihre Kristallvase-Sammlung, die darf jetzt da hoch. Und da an diese Geschichte, da werde ich irgendwann mal irgendwelche Sachen dranhängen. Das ist so ein Weide, so ein Traube-Rebstock, hat mein Mann mir gestern die Hand gedrückt und ein bisschen so Äschle-Zeug, da wird irgendwann mal was hinkommen, das Bild dahinter. Das habe ich mal für meine Oma gemalt, da war ich noch ganz jung, habe ich das mal gemalt und das ist eins halt von meiner Oma vom Wohnzimmer. Das hing auch dort über diesem alten Sofa und ich liebe das, das ist so ein schönes altes Bild. Ja, und das sind diese. Ja, meine Oma war halt wirklich sehr christlich und die hat dann tatsächlich hier diesen alten Christus hat sie gehabt, der ist uralt, uralt. Und auch diese Sache hat sie gehabt und die habe ich jetzt einfach hier aufgestellt, weil die wollte ich jetzt nicht in irgendwelche Kiste versauern lassen, weil irgendwo das gehört zur Oma dazu und ja, ist ganz schön. Ja, hier noch diese alten Bilder, da
dahinter hängt noch eins. Und diese Stehlampe, naja, die ist halt nun mal auch da dabei gewesen, ne? Die muss ich aber noch zum Laufen bekommen. So, und jetzt probiere ich mal, ob ich mich hier vorne einrichten kann mit der Kamera. Und schaut mal, was auch rausgekommen ist. Das da. Ist das nicht toll? Das ist so ein Kristall. Mhm. Meine Oma hat Katze geliebt. Und irgendjemand hat ihr das geschenkt, ich weiß es nicht. Aber das wird in ihrer Platz hier auf der Fensterbank behalten. So, und jetzt hole ich mal mein Körbchen rein und dann wird's losgehen. Mein Mann, der Süße, hat mir gerade einen Kaffee noch gebracht. Und das ist das Körbchen, das habe ich gepackt heute Morgen. Oder vorhin. Das ist quasi die Kofi-Seite. Das ist eben hier diese Vintage-Fotos, Vorder- und Rückseite. Und das sind die Originale. Das zeige ich euch jetzt gleich. Aber jetzt muss ich mal gucken. Hier, das ist jetzt meine Handyhalterung und ich möchte mal probieren, ob ich die da irgendwie festmachen kann an der Fensterbank. Und dann können wir mal schauen, ob das funktioniert. Also erst sind wir da live dabei in der ersten Reihe. So, und jetzt gucken wir es uns gerade mal an. Also. Das sind die Originale. Also es ist für mich immer noch nicht so einfach, so ganz naturgetreu das hinzubekommen. Ich habe wirklich wieder ganz viel ausprobiert, aber ich denke, so einigermaßen habe ich es hinbekommen. Guck nochmal das. Das ist ein altes Foto von so einem kleinen Mädchen. Und das, was da so fleckig ist, das sind Fingerabdrücke tatsächlich. Das ist ganz alt. Und das ist, ich glaube mal, es war eine Postkarte, weil dahinter ist, da wäre die Briefmarke hingekommen. Und das ist das Original. Das glänzt leicht, also das ist wirklich Fotopapier. Da oben ist diese dunkle Streife dran, warum auch immer. Und das ist quasi das Mädchen hier. Das habe ich probiert, einigermaßen originalgetreu hinzubekommen. Genau wie das da. Das war schon genau so ein bisschen überlichtet, würde ich sagen. Hier unten, das war eigentlich so umgeknickt. Das kann man dann, wenn man das nachbaut, tatsächlich auch so machen. Das ist das Original, da steht drauf Schwester von Großvater Georg Fink. Ihr Mann ist in Markenzell geboren. Ja. Und das ist irgendwie, ich glaube aus Amerika oder so, ich bin mir nicht sicher, weil da steht irgendwas near Broadway, wie wenn der... Also, das dort irgendwie fotografiert war, aber das kann ich euch nicht sagen, ob das stimmt. Aber ich finde es auch, das interessant ist, echt altes Foto. Ich schätze, also 100 Jahre hat das, 100 Jahre alt ist das garantiert. Und schaut euch mal das Kleid an von der Frau. Der Wahnsinn, oder? Ja, die habt ihr dann hier auf dem Foto. Und das da ist auch so eine süße kleine Familie. Da schien da nichts drauf, das ist einfach nur so ja, Vintage-Papier halt. Auch das habe ich euch aber gemacht, dass man das zusammen machen kann dann. Mit so einem kleinen süßen Mädel da auf dem Schoß von der Mama oder Oma, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da stand das da. Und dann das, ist auch so süß. Das ist echt verkratzt, das Foto. Aber das ist klar, das ist wirklich alt. Und das ist, ja... Ich denke, ihr müsst euch ja überlegen, irgendwo war das ja ein Leben lang irgendwo in irgendwelche Kiste drin oder sonst was. Und natürlich hat es seine Spuren. Und ich finde gerade, das macht den Charme aus. Und wenn man halt nicht so ein original altes Foto benutzen möchte in seinem Junk Journal, dann kann man das eben digital so oft ausdrucken, wie man möchte und kann es sich nachbauen. Also das ist immer stabil natürlich. Das da ist... Zuerst habe ich das gar nicht richtig erkannt, was das ist. Finde ich auch so toll. Das ist eine Frau, auch mit einem langen Kleid, mit einem Sonnenschirm. Die steht da im Wald und auf so einer Brücke. Und das ist wirklich krumm und schief, sondern das ist da oben viel schmaler wie da unten. Und hinten hat so eine Rückseite, da ist schon auch ganz schön was drauf passiert. Aber ich finde es toll. Toll, weil ich halt, ja, weil ich dieses... Ich das schätze, dass es halt originalisch und uraltisch und ja, genau wie die zwei Jungs hier. Kommunion würde ich mal sagen, der Bub ist sicher 10 oder 9 und hinter so eine schöne Rückseite drauf.
sein Bruder daneben und ja, einfach toll. Und das, das ist auch so ein hübsches Foto, finde ich. Die sind da irgendwo im Wald und das ist da drauf geklebt. Also wenn ich drüber fahre, das da ist das Foto und das hat diesen Rahmen im Hintergrund bekommen. Und da sehen wir, dass diese, da steht drauf von 1909 und wo es war. Hanau, Hahnenkamm, oder? Kannst du das richtig lesen? Hemsbach oder so? Ja, in Dettingen. Am 9. Mai 1909. So alt ist das. Toll, wie die angezogen war. Also ich finde das total faszinierend. Und hier noch diese hübsche Frau. Die finde ich auch sehr schön. Sehr schönes Kleid. So eine, das ist wieder so eine Kabinettkarte. Also auf so einer Karton drauf. Das ist sehr stabil. Und ja, und das habe ich jetzt euch probiert auf, ja, als digitales Papier nachzubauen. Also ich hoffe einigermaßen, also ganz die Farbe habe ich nicht hinbekommen, aber ich finde, sie sind nicht schlechter als wie das Original. Und hier habe ich es einmal tatsächlich auf Fotopapier gedruckt, ja, ne? Richtiges Fotopapier. Und das sind die Rückseite dazu. Also da sehen wir das mit dem 1909 und so. Und da ist einmal auf 200 Gramm Papier gedruckt. Das ist dann eben nicht so glänzend. Also das könnt ihr dann euch entscheiden, auf welchem Papier ihr das drucken möchtet. Ja, und jetzt ist es ganz einfach. Wir schneiden jetzt erstmal eine Weile aus. Das ist halt mal die Voraussetzung. Und dann werden wir Vorder- und Rückseite einfach miteinander verheiraten. So ist der Plan. Ja. Und dazwischen trinken wir mal schön noch eine Tasse Kaffee. Bis gleich, ich schnibbel jetzt mal eine Weile. Ich habe das einmal auf 200 Gramm die Rückseite ausgedruckt und einmal auf 160 Gramm. Und ich glaube, mit dem 200 Gramm Papier, das ist halt stabiler. Man könnte es natürlich auch auf so einen Karton kleben, dann erstmal so einen Karton dazwischen kleben, aber so dick wollen wir es jetzt im Junk Journal dann auch nicht. Ne? Also so eine echte Kabinettkarte, die trägt schon auf. Von so her denke ich, ist das eine ganz gute Alternative, wenn man da einfach so ein bisschen mit dem Papier spiele. Ja. So, dass es halt nicht irgendwie wie so, ja, also nur 80 Gramm Papier würde ich jetzt da nicht benutzen, weil das ist halt, finde ich, dann hat es halt so gar nichts von einem Foto. Das ist dann einfach zu dünn. So, jetzt habe ich mal beide. Hier die beiden ausgeschnitten. Und ich habe mir hier jetzt mal so ein altes Buch mitgebracht. Das ist einfach, das ist nichts Besonderes. Das werde ich irgendwann mal, kann ich da draußen ein Journal machen. Aber im Moment kann mir das helfen beim Kleben. Weil nämlich, wenn man gucke, habe ich Kleber dabei. Geht schon los. Ja, ich habe. Genau. Also es ist gar nicht so, also beim Ausschneiden braucht man euch da jetzt nicht so groß die Gedanken machen, ob das jetzt so akkurat genau aufeinander passt. Das passt dann schon. Das ist also meine Vorderseite, die lasse ich jetzt mal, die lege ich neben dran und das ist meine Rückseite, so rum. Und nur die Rückseite beklebe ich jetzt mal mit dem Klebstoff. Und das mache ich aber schon so, dass der überall dran ist. Also da tun wir wieder nicht sparen, das machen wir schon ordentlich. Auch aus an den Rändern. Und wenn er das im Buch drunter macht, ist das ganz geschickt. Selbst wenn da jetzt was irgendwie auf einer anderen Seite ist, jetzt können wir das umklappen, jetzt klebt es da drüber und da haben wir jetzt drunter eine schöne Fläche, wie sich es gehört. Und jetzt nehme ich das und ich setze es jetzt hier an einer Ecke an. Jetzt klebt schon, Vorführeffekt. Und ich wollte es hier an der nächsten Ecke da oben ankleben und jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Nein! Oh Gott! Senna! Sind wir dann in der ersten Reihe? Das hat schon gut geklebt. Hab's verkehrt rumgeht. Müssen wir natürlich gucken, ne? Ich habe ja vorher noch gesagt, das ist da breiter und da ein bisschen schmaler. So rumkürzt.
und trotzdem nicht gut getroffen. Aber das ist nicht schlimm. Ihr streicht euch das jetzt gut fest. Und jetzt nehmen wir mal einen Scher und tun alles, was jetzt so übersteht, einfach nochmal nachschneiden. Weiß ja niemand, wie es original wirklich ausgesehen hat. Und das Original war ja auch beschnitten. Ne? Kommt halt so ein paar Blättlitter vom Wald, kommen halt jetzt da wahrscheinlich weg. Aber wichtig ist halt, dass da nichts irgendwie jetzt übersteht. Darum schneiden wir da jetzt so kleine Stückelitter ab. Und ich habe auch mein Distress Ink dabei, dass man die Kante dann ein bisschen, ja, quasi noch überarbeite. Dass es wirklich original aussieht. So, und auch von der Seite, seht ihr, das steht hier auch über, drüber. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal rumprobiert, so, wo ich das Papier so am Probieren war. Ich habe sehr viele Ausdrucke, wo ich noch nicht so richtig zufrieden war mit der Farbe und so. Aber das schmeiße ich nicht weg, die kann man trotzdem benutzen, weil ja niemand weiß, wie es original ausgesehen hat. Ne? So, jetzt ist das schon mal nicht so schlecht. Was ich euch auch empfehlen kann, wenn natürlich ihr mit so einem Uhu-Stift arbeitet, da ist viel Wasser drin. Und das merkt man dann auch, dass die erstmal so ein bisschen wellig sind. Und darum lege ich die dann später einfach auch unter ein Buch drunter. Und dann kann das vor sich hin trocknen. Und dann wird es schön glatt, wirklich glatt. Und ja, sieht dann gut aus. Und diese Kante hier, die probiere ich jetzt zu distressen. Ich touch die so an. So. Und wäre die braun, dann tut es, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Denn, weil da ist diese weiße Schnittkante, wenn man jetzt da so drüber touche, dann wird die halt braun. Dann ist die nicht mehr so ganz auffällig. Und das mache ich jetzt mit jeder Seite. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr das wollt, so ein bisschen auch noch tatsächlich so schräg halten und so ganz leichter kann der Distress-Effekt machen, wie man es halt eigentlich immer gern machen. Ne? So. Und dann ist das erste schon mal relativ fertig. Ich gucke nochmal, wo das Original ist. Ja, das Original hat halt ein paar Kratzer drin. Hier hinten, da ist was erhaben drauf. Da ist so ein bisschen was abgeranzt ist, das kann man ja alles noch irgendwie, man kann jetzt mit der Schere zum Beispiel, sehen wir hier ist das, was eigentlich so abgeranzt war, da kann man mit der Schere eigentlich so ein bisschen so die Kante noch, hätte man eigentlich vorher machen sollen, bevor wir die Stresst hin, machen wir es halt andersrum, einfach so ein bisschen über die Kante drüber mit einer Schere, da gibt es also Tools dazu, habe ich auch, habe ich oben zum Beispiel in meinem Bastelzimmer jetzt liegen, aber hier mache ich es einfach mit der Schere, jetzt gehen wir da nochmal drüber. Wenn man die Kante noch so ein bisschen älter gemacht. Und wie ihr das jetzt älter aussehen lasst, das ist euch überlassen. Ich mache mal ganz so einen Knick irgendwo rein. Weil ich finde, auf so einem Foto, so ein Knick, das sieht jetzt noch älter aus als das Original. Weil das Original ist auf einer Pappe aufgezogen. Aber für mich sieht es jetzt aus wirklich wie ein altes Foto. Und jetzt lege ich es trotzdem im Buch mal ganz unten rein und lasse es eine Weile vor sich hin trocknen, weil da kriegt es jetzt das Gewicht. So, machen wir mal das nächste noch. Wieder die Jungs und Mädels, die da im Wald sitzen. Die haben, ich finde, das hat so eine schöne Rückseite, das gefällt mir auch sehr gut. Da ist allerdings das so gewesen, das habe ich ein bisschen heller irgendwie gemacht. Irgendwie dunkler habe ich es nicht hingekriegt. Immer wenn ich es dunkler gemacht habe, dann haben die mir so ja, alle so komische Farbe bekommen. Und da habe ich entschieden, ich mache es einfach etwas heller. Wir können dann da immer noch mit Vintage-Foto das dann so uns altern lassen, wie es uns gefällt. So. Also ich tue jetzt mal so grob das ausschneiden. Das muss noch nicht ganz stimmen, weil das können wir hinterher uns ja dann noch zurechtschneiden, wenn wir es dann geklebt haben, ne? Mit der Rückseite. So, die passende Rückseite. Das ist die hier mit dem 1909. Das schneide ich mir jetzt mal aus. Jetzt tun wir das umblättern, dass da nichts mehr ist. Und jetzt aufpassen,
Das ist jetzt, was oben und unten ist, so. Und so rum kommt dann quasi das drauf. Ich setze es an der Ecke an und dann probiere ich einigermaßen die andere Ecke zu treffen. Oh, es hat wieder nicht richtig funktioniert. Heimatland. Also heute habe ich es wirklich, heute ist wirklich nicht drauf. Ah, ich kann es noch ein bisschen schieben. Das war gut. Da habe ich nicht gespart. Darum konnte man das jetzt noch so ein bisschen zurechtschieben. Sehr gut. Und jetzt tun wir einfach das, was noch übersteht, nochmal so etwas zurechtschneiden. Ne? Das ist wirklich nicht viel. Gerade so schmale, dünne Streifele. Und viele fragen übrigens immer, wie es meiner Mama geht aktuell. Also da kann ich euch auch ein kleines Update geben. Also sie ist nach wie vor in einem Alterheim und ja, die Schmerzen sind auch noch da und sie kann auch tatsächlich nicht laufen oder stehen oder so. Das geht alles nicht. Sie kriegt Krankengymnastik und da ist jetzt so irgendwie Klebstoff drunter. Das wollte ich jetzt ein bisschen ausstreichen. Muss man gerade gucken. Da ist jetzt nichts dabei, mit dem ich das machen kann. Ja, aber meiner Mutter geht es jetzt soweit besser vom Geistige her. Also ich kann wieder mit ihr telefonieren und es ist sehr viel wert, weil sie war sehr durcheinander. Es hat uns große Sorge gemacht. Und jetzt ist sie nicht mehr so durcheinander, wie sie war. Also es ist jetzt wirklich viel, viel angenehmer. Also auch für sie viel besser jetzt, weil wir mit ihr telefonieren können. Und ja, sie hat jetzt, sie sieht jetzt auch ein, dass sie da jetzt besser aufgehoben ist als wie zu Hause. Und durch das, dass sie auch jetzt sprechen kann mit den Leuten, ist es natürlich ja, um vieles einfacher. Sie sagt jetzt einfach, wo es ihr fehlt oder so, oder ja, irgendwie hat ein bisschen Kontakt bekommen. Und halt hauptsächlich, dass ich mit ihr telefonieren kann. Die hat eine Zeit lang gar nicht mehr das Telefon abgenommen, weil es ihr so schlecht ging, weil sie es nicht konnte und weil sie total durcheinander war vom Kopf her. Und aber jetzt ist sie wieder klar und wir können uns wieder über alles Mögliche unterhalten. Und das ist so toll. So, da ist jetzt ein bisschen arg übertrieben mit dem Vintage-Foto, aber das macht ja nichts. Kann man trotzdem, das kann man machen, wie man will. So, ich probiere das ein bisschen noch zu verreiben oder zu verschmieren, aber eigentlich ist es ein hübscher Rand. So sieht es aus, hat die schöne Rückseite. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, so sieht es aus. Und so könnt ihr euch alle diese Fotos quasi nachbauen. Ne? Und dann habt ihr einen schönen Vorrat. Ja, ihr Lieben, das ist im Großen und Ganzen. Mehr gibt es heute nicht. Aber ja, ich bin froh. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Auch hier drinnen mit dem Filmen. Das muss ich noch ein bisschen halt gucken, wie ich das so tatsächlich so in Zukunft jetzt mache. Und ja, ob mir das so ausreicht oder wie es aussieht. Und ich hoffe, ihr könnt was anfangen mit den kleinen Fotos hier und habt da Spaß dran. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Gell? Also, macht's gut und viel Spaß beim Kreativsein. Tschüss!